Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und hier ist das Dell Inspiron 15 7000 Gaming. Es ist das günstigste Gaming-Notebook des US-amerikanischen Herstellers und wir haben für euch die mittlere Konfiguration getestet, also jene für 1199 € im Retailpreis. Meiner Meinung nach ist es die einzig sinnvolle Konfiguration, wenn ihr dieses Gaming-Notebook kaufen wollt. Aber dazu später etwas mehr. Für das Geld bekommt ihr einen aktuellen Intel Core i7 HQ-Prozessor, 16 GB Arbeitsspeicher, 1 TB Festplattenspeicher und eine 256 GB große SSD. Als Grafikkarte kommt hier eine 1050 Ti zum Einsatz von Nvidia mit 4 GB Speicher und was die leisten kann, das haben wir uns für euch angesehen. Beginnen wir mal ganz außen. Das Design des Dell Inspiron 15 Gaming ist wirklich schlicht für ein Gaming-Notebook und mir persönlich gefällt das sehr. Es sieht tatsächlich noch aus wie ein Notebook, ist nicht allzu dick und wird auch nicht durch kantige Formen verziert, womit es dann in keine normale Laptop-Tasche passt. Das rote Dell-Logo sowie die roten Akzente vorne und hinten lassen uns aber durchaus wissen, dass hier ein kleines Biest drin steckt. Gehüllt ist es in ein Plastikgehäuse und selbst der dunkelgraue Teil auf der Hinterseite des Notebooks besteht aus demselben Polycarbonat, wobei ich persönlich basierend auf die Fotos erwartet hatte, dass es Metall ist. Meiner Meinung nach tut das nichts Negatives zur Sache, dass es Plastik ist, denn die Verarbeitung ist wirklich gut. Die Kanten sind nicht scharf, sondern das Notebook ist wirklich geschmeidig, die Spaltmaße sind gering und es ist sehr solide verbaut. Es muss meiner Meinung nach kein Metallgehäuse sein, vor allem weil das auch erheblich mehr wiegt. Dasselbe gilt für die Tastatur und das Touchpad, welche für den Alltagsgebrauch ausreichen. Die Tastatur ist wirklich hervorragend zum Schreiben längerer Texte, allerdings für Gaming nicht wirklich ausgelegt. Sie reagiert präzise auf Eingaben, programmierbare Sondertasten sowie die individuell einstellbare Tastenbeleuchtung fehlen allerdings. Erwarten kann man das bei günstigen Notebooks jedoch ohnehin nicht. Das Touchpad ist für Gaming kaum geeignet, zumindest habe ich nicht so viel Skill und eine Maus fürs Spielen ist dringend empfehlenswert. Im Alltag reicht das Touchpad aber aus. Nun aber wirklich zu den inneren Werten, allen voran der Performance. Was die günstigsten Gaming-Notebooks dank der neuen Grafikkartengeneration von Nvidia bereits schaffen, ist wirklich respektabel. Sämtliche aktuellen Top-Titel sind bei Full-HD-Auflösung, bei hohen Einstellungen flüssig spielbar und laufen mit mindestens 40 bis 60 Bildern pro Sekunde. GTA 5 beispielsweise läuft mit hohen Einstellungen und vierfachen Anti-Aliasing bei durchschnittlichen 50 Bildern pro Sekunde. Battlefield 1 ist bei Standardeinstellungen hoch, ebenfalls bei Full-HD und mit sehr respektablen 45 Frames per Second spielbar. Und es sieht daneben auch wirklich gut aus. Rocket League, Dirt Rally, Minecraft sowie League of Legends bereiten dem vergleichsweise kompakten Gaming-Notebook überhaupt keine Probleme und 60 Bilder pro Sekunde sind hier bei allen Titeln bei sehr hohen Einstellungen ohne weiteres drin. Project Cars bereitete der GTX 1050 Ti als einziges Game etwas Probleme und lief bei hohen Einstellungen mit 40 Bildern pro Sekunde. Erfreulicherweise kam es bei keinem der Games zu regelmäßigen Frame Drops und daher waren alle Titel gut spielbar, sofern ihr bei Full HD Auflösung bleibt. Schon bei der doppelten Ausgabe über einen integrierten Monitor auf Full HD und beim externen Monitor bei 1440p waren nicht alle Games flüssig spielbar und wer auf 4K spielen will, der wird die Einstellungen ordentlich zurückschrauben müssen. Ihr tauscht dabei eine hohe Auflösung gegen Qualität und Framerate und dieser Tausch ist es wirklich nicht wert. Aus dem Grund würde ich die teuerste Konfiguration nicht empfehlen, auch wenn sie ein besseres 4K IPS Display hat. Mittelfristig könnt ihr praktisch keine Games bei nativer Auflösung spielen und für das Geld bekommt ihr sogar bereits ein Notebook mit einer besseren GTX 1060 Grafikkarte. Das 4K Display zahlt sich bei der Hardware einfach nicht aus, zudem darunter auch die Laufzeit leidet. Im Akkumodus werden nämlich die Frames auf 30 gesetzt, um etwas Energie zu sparen. Die Laufzeit bei normalen Arbeiten beträgt etwas unter 4 Stunden, was es für die Schule beispielsweise nicht ideal macht. Wer spielen will und das meist zu Hause tut, dem sei eher ein kleines Netbook sowie ein Desktop-PC empfohlen, denn ihr bekommt dieselbe Performance für weniger Geld. Zudem ihr beim Notebook einen großen Kompromiss beim Display eingehen müsst. Denn in der günstigsten und mittleren Konfiguration des Dell Inspiron 15 7000 Gaming ist nur ein TN-Panel mit Full-HD-Auflösung verbaut, dessen Blickwinkel eher schwach sind. Wenn ihr nicht gerade direkt vor dem Notebook sitzt, kann es durchaus schwer werden, Inhalte darauf zu erkennen. Grundsätzlich reicht es aus und ich hatte beim Gaming damit keine Probleme, aber etwas enttäuscht hat es mich dann doch. Immerhin könnt ihr das Display später ja nicht einfach austauschen, sondern müsst euch über die Laufzeit des Laptops damit anfreunden. Bei der teuersten Variante gibt es zwar ein IPS-Display, dafür allerdings auch mit 4K-Auflösung. Und dafür mehr Geld zu zahlen, macht bei der verbauten Hardware einfach keinen Sinn. Viel mehr als Full HD schafft die GTX 1050 Ti bei guten Einstellungen ohnehin nicht.
Wenn ihr ein besseres Display wollt und den Aufpreis gerne zahlt, dann würden wir euch statt der teuersten Variante des Dell Inspiron 15 7000 Gaming lieber den Asus ROG GL502 VM empfehlen, der ein vernünftiges Full-HD-Display hat und eine bessere GTX 1060 Grafikkarte. Hätte Dell hier standardmäßig ein IPS-Display mit guten Blickwinkeln verbaut, müsste ich gar nicht drüber nachdenken, ob es empfehlenswert ist. So ist es ein sehr gutes Gaming-Notebook mit einer großen Schwäche.